die Vielseitigkeit, der Einblick in Design, Statik, in Konstruktion und die Vernetzung von den ganzen einzelnen Branchen und wie das wiederum mit Nachhaltigkeit zusammenspielt. Physik, da haben wir dann gleich Thermodynamik gemacht und dafür haben wir so kleine Iglo-Projekte gebaut und haben dann geguckt, wie sich die Temperaturen verhalten und haben daran gleich praktisch alles lernen können. Dass das Bauwesen für über ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich ist und wie viele Stellschrauben es tatsächlich im Bauwesen gibt, an denen man Nachhaltigkeit noch verbessern kann. Das Einsetzen von natürlichen Baumaterialien und dafür dann zu simulieren, was thermisch und energetisch am besten passt und dann dafür die beste ökologische Lösung zu finden.